Heute geht es um 5 Methoden, wie du dein Geld verdoppeln kannst, von risikoarm bis hin zu sehr risikoreich. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon. Ich habe mal auf ein paar amerikanischen YouTube-Channels nachgeschaut und da gibt es immer diese How to Double Your Money Videos und immer viele Werbeanzeigen, wie das Ganze in der Theorie funktioniert, mit welchem Business und so weiter und so fort. Und ich wollte das Ganze mal anhand von praktischen Beispielen zeigen, die ich auch wirklich selber angewendet habe. Und wir werden heute mal als erstes die 72er-Regel klären. Das ist eine richtig einfache, simple Faustformel, die du immer benutzen kannst, wenn du wissen willst, wie lange es entsprechend dauert, bei welchem Zinssatz, um einen gewissen Geldbetrag zu verdoppeln. Gehen wir jetzt mal einfach von 10.000 Euro aus, ja, und diese 72er-Regel besagt jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel das Ganze für 8% verzinsen kannst, diese 10.000 Euro, dann nimmst du also 72 durch diese 8%, dann hast du 9 Jahre, nachdem du dein Geld dann verdoppelt hast. Ja? Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen höheren Zinssatz, 18%, dann würde das Ganze 72 durch 18 nur noch ungefähr 4 Jahre dauern. Das ist so eine Näherungsregel, also nicht hundertprozentig genau, aber schon für den alltäglichen Gebrauch richtig gut. Ja, und dann gehen wir jetzt mal auf eine der risikoärmsten Varianten ein. Das ist nun mal das Sparbuch. Ja? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, 1% Zinsen bekommst auf deine 10.000 Euro, dann kannst du dich schon richtig glücklich schätzen. Aber gehen wir mal davon aus, du würdest diese 1% auch bekommen. Ja, was ist 72 durch 1? Ist 72. Das heißt, herzlichen Glückwunsch. Nach 72 Jahren hättest du dann dein Kapital verdoppelt. Ja, deswegen schauen die meisten von euch wahrscheinlich nicht dieses Video. Sie sagen sich, hey, ich kann schon ein bisschen mehr Risiko eingehen. Okay, dann gehen wir also mal eine Stufe weiter und sind wir hier im ETF- und Blue-Chip-Bereich. Ja, Exchange-Traded Funds, dazu habe ich auch eine Videoserie mal gemacht für absolute Anfänger, die verlinke ich euch hier oben. Das sind börsengehandelte Indexfonds, die sind einfach sehr risikoarm. Da sind Tausende von Aktien drin aus der gesamten Welt. Ja, es ist einfach komplett unrealistisch, dass alle Firmen der gesamten Welt pleite gehen. Das ist de facto einfach gar nicht möglich. Und selbst wenn es passieren würde, dann hätten wir insgesamt ganz andere Probleme als nur unser Geld. Und die durchschnittliche historische Rendite von so größeren Blue-Chip-Aktien, wir haben jetzt mal hier auch Microsoft mitgebracht, die haben zwar in den letzten Jahren viel mehr Rendite gemacht als nur diese 7%, aber wenn man mal die ganzen Bärenmarkt dazu nimmt, also an der Börse geht es natürlich auch mal runter zwischendurch, dann ist für Blue-Chip-Werte und ETFs 7% Rendite ein guter Durchschnittswert. Und da sind wir dann bei solchen Blue-Chip-Aktien im Portfolio oder bei ETFs, ja, die man natürlich auch besparen kann, bei ungefähr 10 Jahren. Teile ich 72 durch 7, bin ich ungefähr bei 10 Jahre, die es dauern würde, mein Geld zu verdoppeln. Das heißt, die sind hier Low Risk, einmal für LR, und da habe ich noch hier geschrieben LT, das bedeutet Long Time. Das heißt, es dauert natürlich auch 10 Jahre, das Geld zu verdoppeln. Nicht so lange wie das Sparbuch, aber dafür hast du auch hier mehr Schwankungen. Es ist ein bisschen risikoreicher. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren angefangen zu investieren und ich habe das Glück, dass es in dieser Zeit insgesamt nicht so lange gedauert hat, das Kapital zu verdoppeln, beziehungsweise in den 10 Jahren einfach mehr Rendite rausgekommen ist, auch bei den Blue Chips und bei den ETFs, die ich habe. Aber wenn ich die jetzt noch weiter halte bis in meine Rente irgendwann, dann wird sich das, ob kurz oder lang, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier auf diese 7%, manche sagen sogar eher 6% in Zukunft einpendeln. All diese ganzen Prozentangaben heute sind Ex-Inflation, also keine Inflation ist hierbei berücksichtigt. Die müsstest du für die ganz reale Rendite natürlich dann noch mit abziehen. Dann sagst du dir, okay, wenn die Inflationsrate nochmal bei 2% liegt, müsstest du halt hier wieder runtergehen und sagen, okay, 5%. So, und dann gibt es manche Leute, die sagen, boah, das ist ja so ein bisschen langweilig. Ich übrigens auch. Ja, das heißt, man kann einen Teil für die Altersvorsorge natürlich sehr gerne in ETFs besparen,
Aber dann sagt man sich, hey, wir wollen noch ein paar risikoreichere Sachen machen, wo es vielleicht nicht ganz so lange dauert. Ja? Und dann haben wir hier das Stock Picking und das Market Timing. Das heißt, hier suche ich mir also einzelne Aktien raus, wo ich sage, hey, ist es nicht möglich, dass diese Aktien mehr Rendite als diese 7% erzielen? Und tatsächlich gibt es immer wieder einzelne Aktien, die weitaus mehr Rendite in kürzerer Zeit erzielen. Eine dieser Aktien, ich habe viele, viele Aktien in den letzten Jahren gekauft, die innerhalb von 2-3 Jahren sich mal eben um 50% oder sogar manche um 100% gesteigert haben. Beispielsweise gibt es auch ein Video von mir hier auf dem YouTube-Channel als Beweis. Ja? Vorher habe ich die Take-Two-Aktien vor 2,5 Jahren gekauft bei 56 Euro. Dann habe ich später nochmal nachgekauft und die sind jetzt bei 112 Euro angekommen. Mittlerweile waren sie sogar noch höher. Das heißt, in 2,5 Jahren ist es mir hier gelungen, mit einem Investment im Aktienbereich mein Kapital zu verdoppeln. Also viel, 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 viel kürzerer Zeitraum als jetzt hier das, was mit ETFs und diesen großen Aktien in der Regel möglich ist. Aber ich sehe schon die ganzen Leute, die jetzt aufschreien, aber es geht ja nicht nur nach oben. Das ist vollkommen korrekt. Ja, wäre ja auch langweilig, wenn man nur über die Gewinneraktien spricht. Dann würden jetzt manche Leute sagen, was ist denn zum Beispiel mit Ryanair? Ja, die Aktie hat sich nämlich, seit ich gekauft und auch immer wieder mal nachgekauft habe, im Schnitt um fast 50% halbiert. Ja, also auf, ich glaube, minus 45% habe ich bei Ryanair. Das heißt, das ist natürlich ein höheres Risiko. Ihr wisst, je weiter wir hier auf dieser Tafel in die andere Richtung gehen, ja, da wird es irgendwann gelb die Linie, dann orange, dann rot. Da sind wir bei ST für Short Term und High Risk. Und das bedeutet, mit einer einzelnen Aktie kann es immer passieren, dass die auch schnell stark schwankt und nach unten geht. Das heißt, du willst mehr Risiko eingehen, dann kannst du eben sowas wie hier mit Take Two auch selber umsetzen und dann auch 100% Rendite mal schaffen, auch wenn das jetzt keine Garantie ist oder keine Anlageempfehlung, aber es ist, wie gesagt, möglich, ich habe es ja selber gemacht, aber es kann eben auch wie bei Ryanair mal ausgehen, dass man eben ein Investment hat, was sich gut und gerne auch mal in 2,5 Jahren oder sogar noch schneller halbiert. Ja, das muss man natürlich dazu wissen. Dann gehen wir mal in einen noch etwas risikoreicheren Bereich, und zwar die P2P-Investments, die ich auch sehr, sehr, sehr lieb gewonnen habe in den letzten Jahren. Hier ist es tatsächlich so, dass ich auf einer Plattform wie beispielsweise Bondora, wo ich auch sehr fleißig noch weiterhin investiert bin, 18% Rendite machen konnte pro Jahr. Das ist eine unfassbar geniale Rendite. Wenn man sich jetzt mal hier anguckt, auf der 72er-Regel teilst du 72 ja, durch 4 Jahre bist du bei 18% Rendite und das bedeutet, ja, ich bin jetzt zwar noch nicht ganz 4 Jahre hier investiert, eher so 3 bis 3,5, aber hier habe ich schon das Anfangskapital, was ich damals investiert habe, verdoppeln können. Und da ist es natürlich so, dass ich in der Zwischenzeit auch mehr Geld eingezahlt habe und das ist natürlich auch immer ein sehr großer Vorteil bei risikoreichen Investments und deswegen ist meine Strategie bei diesen P2P-Krediten, ich verlinke dir nochmal ein Video, falls du nicht weißt, was das ist, dass ich eben auf sehr stark risikoreiche Kredite gehe. Ja, ich will da nicht irgendwelche Investments haben, die mir 7-8%, nein, ich will die richtig riskanten, risikoreichen Kredite, dessen Risiko ja auch wiederum eingepreist ist in die Rendite, die ich da erhalte, so dass ich auch zwischendurch zum Beispiel auch Geld mal wieder rausziehen kann und halt nicht die Gefahr laufe, langfristig halt einfach nur noch Verluste zu machen. Denn das ist natürlich durchaus bei Renditen von 18% möglich, dass Kredite dort ausfallen. Und aber genau dafür mache ich ja dieses Video, dass man einfach mal in einem einzigen Bild sieht, von risikoarm bis risikoreich, was ist alles möglich. Ja, und hier kann ich zu 100% Ehrlichkeit sagen, dass ich es auch geschafft habe, schon im P2P-Bereich Kapital zu
verdoppeln. Ja, aber natürlich unter weitaus größeren Risiken als jetzt zum Beispiel mit einem ETF. Ja, aber das ist so wichtig zu wissen, weil viele Leute, die sagen mal, ja, ich bin risikobereit, aber meistens sind sie nur dann risikobereit, bis es die ersten Verluste gibt. Und dann haben sie auf einmal wieder keinen Bock auf Risiko. Das muss man eben von Anfang an wissen und deswegen mache ich dieses Video. Ja, und dann gehen wir mal in den vierten Bereich. Da sind wir dann wirklich im Gambling-Bereich. Ja, das ist dann alles so von Penny-Stocks, Microcaps, geleveragte Produkte, so wie CFDs oder irgendwelche ETFs, die irgendwie den dreifachen oder vierfachen Wert eines normalen ETFs widerspiegeln, aber eben auch der Hebel nach unten funktioniert. Und bis hin zum Casino, ja, wo ich natürlich auch theoretisch alles auf Rot setzen kann und dann mein Kapital innerhalb von ein paar Sekunden verdoppeln kann, aber natürlich extrem hohes Risiko. Und ich würde es auch so machen, so mache ich das jedenfalls persönlich, dass ich natürlich von risikoarm bis risikoreich auch den großen Teil meines Kapitals lieber in Schritt 1 und Schritt 2 habe. Hier unten habe ich fast gar nichts, das brauche ich nicht im Sparbuch, aber den großen Teil meines Kapitals hier in Schritt 1 und Schritt 2 und nur kleinere Mengen hier im P2P und Gambling-Bereich in Bezug auf das eigene Gesamtvermögen, was man eben investieren möchte. Ja, und jetzt gibt es ja noch zum Abschluss, habt ihr vielleicht gesehen, hier unten ein Bereich, ja, das ist ein Bonusbereich heute für das Video und zwar das Reselling und der geht eben über den gesamten Bereich von Low Risk bis hin zu High Risk, weil es einfach da immer wieder auf unterschiedliche Aspekte ankommt und weil man es auch nicht mit klassischen Investments vergleichen kann, weil man dort weitaus aktiver sein Geld verdoppeln kann. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal den Experten hier reinrufen von Reselling mit Kopf, der euch kurz erklärt, wie man mit Reselling sein Geld verdoppeln kann. Ja, danke Kolja. Jetzt kommen wir zur Variante Nummer 5, das Reselling. Mein Name ist René, ich betreibe den Kanal Reselling mit Kopf. Dort geht es generell ums Thema Reselling. Ich mache das Reselling, seitdem ich 15 bin, also schon fast 10 Jahre jetzt. Ich bin jetzt 23, mache das auch seit 3 Jahren hauptberuflich für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ein paar kennen mich ja schon von euch. Und jetzt zeige ich euch die zwei Varianten, wie man durchs Reselling Geld anlegen kann. Es gibt ein paar, also die meisten Varianten sind sehr, sehr sicher beim Reselling, aber es gibt auch ein paar risikoreichere Varianten. Ich stelle euch das jetzt mal ganz kurz vor. Es gibt das Reselling von Neuwaren und von Gebrauchtwaren. Fangen wir direkt mit dem Neuwaren an. Dort kann man zum Beispiel solche Booster kaufen, das sind Kartenbooster, die werden nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren mehr wert. Also wir kaufen die um 50 Euro an und in eineinhalb Jahren verdoppelt oder verdreifachen sich sogar der Verkaufspreis. Also wie gesagt, solche Booster sind eine sehr, sehr sichere Variante, um beim Resellen sein Geld zu verdoppeln oder auch zu verdreifachen. Manchmal steigen die Booster auch ums Fünffache. Man braucht wenig Lagerplatz und ja, definitiv eine Variante mit solchen Boostern, Booster-Sets unbedingt original verpackt lassen. Und wie gesagt, eine sehr, sehr sichere Variante, denn falls ihr das Zeug nicht verkauft bekommt, habt ihr noch immer die Ware. Dann das nächste bei Neuwaren ist der Großhandel. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil wir kaufen dort ein paar hundert Artikel direkt an. Den Preis müssen wir natürlich vorher kalkulieren und wir müssen auch berechnen, lohnt es sich überhaupt so viel zu kaufen, beziehungsweise bekommen wir da auch Abnehmer. Deswegen eine schwierige Variante, aber die kann man halt viel besser skalieren. Man kann direkt Paletten verschiffen. Manchmal haben wir das auch so, wir kaufen 300 Stück bei einem Großhändler an und verkaufen die direkt weiter. Also wir rühren das Zeug gar nicht an. Viel besser skalierbar, höhere Gewinne sind natürlich drin, aber auch um einiges risikoreicher, wie beispielsweise bei den einzelnen Booster, wenn man sich ein paar einzelne Booster zum Beispiel kauft. Ja, und das geht nicht nur mit Boostern, sondern mit allen anderen Waren, auch mit Lego. Da kann man sich auch Sets kaufen, die End of Life gehen. Das bedeutet, die werden nicht mehr von Lego produziert und spätestens nach einem halben Jahr steigt der Preis einfach mal um 20-30% mit ziemlicher großer Sicherheit sogar. Also wie gesagt, da gibt es einige Varianten. Wenn ihr da mehr von dem Ganzen wissen wollt, schaut definitiv bei mir vorbei. Das wäre jetzt in diesem Video viel zu lange, wird das Ganze dauern, wenn ich da ganz detailliert drauf eingehen will. Aber wie gesagt, das sind mal sehr, sehr sichere Varianten. Neuwaren, sie sind original verschlossen, man hat die Waren in der Hand. Und ja, kommen wir direkt zu den Gebrauchtwaren. Wir fahren auch auf Flohmärkte beispielsweise und kaufen dort gebrauchte Waren ein. Dort ist der Gewinn um einiges höher. Beispielsweise letzte Woche hatten wir ein Mario Kart Set beispielsweise für 2 Euro gekauft und konnten den 3 Tage später um 25 wieder auf unserem eBay Shop verkaufen. Also da hast du einfach den 10-fachen Gewinn im Gegensatz zu den Neuwaren. Man muss da immer ein bisschen unterscheiden. Aber bei den Flohmärkten ist es halt ganz, ganz wichtig,
das Wissen im Reselling zu haben, weil man kann dort auch definitiv Fehlkäufe machen und das ist halt das einzige Risiko, das man hat. Man hat dann einen Artikel, den man dann halt nicht oder zu einem schlechteren Preis verkaufen kann. Wie gesagt, bei Flohmärkten muss man sich am besten in eine Nische spezialisieren, Games, Lego, und wenn man sich da super auskennt, dann kann man da sein Geld verzehnfachen an einem Flohmarktgang. Wir haben zum Beispiel mit 50 Euro, da gibt es ein Video auf meinem Kanal, 350 gemacht in nur 3 Stunden zum Beispiel, nur als kleines Beispiel. Dann, es gibt auch einen Flohmarkt sozusagen, einen Online-Flohmarkt, Facebook Marketplace, dort kaufen wir auch einen, aber nicht so viel wie auf den normalen Flohmärkten. Dort, wenn ihr zu Hause bleiben wollt, könnt ihr dort vorbeischauen, könnt ihr genauso gute Deals machen wie auf beispielsweise einen normalen Flohmarkt. Aber dort gilt auch die Devise, ihr müsst euch definitiv auskennen, es sind immer mehr Händler unterwegs und wie gesagt, das ist das einzige Risiko bei Gebrauchtwaren. Dort ist das Wissen das Wichtigste sozusagen. Euer Kapital, wie gesagt, ihr habt immer was in der Hand. Zu einem gewissen Preis bringt ihr das auch definitiv wieder an den Mann. Und Spock würde ich euch definitiv auch noch empfehlen, beziehungsweise verwenden wir auch. Das ist auch so ein kleiner Online-Flohmarkt, wo wir halt Waren kaufen und auch von Privatleuten die Waren kaufen. Denn ich kann euch sagen, wir haben vor 3 Wochen haben wir einen ganzen Lego-Karton gekauft, wo lauter einzelne Lego-Figuren drin waren von einem gebrauchten, also die waren gebraucht von einem privaten Händler sozusagen, also kein Händler, sondern eine private Person, die hat das irgendwie aufgehoben, ein paar Jahre lang von den Kindern noch, und dort waren Figuren drin, die 30, 40 Euro pro Figur gebracht haben und für das Ganze haben wir nur 50 Euro bezahlt. Also da sind schon riesige Gewinne drin bei den Gebrauchtwaren, bei den Neuwaren, wie gesagt, nicht, aber dafür ist es sehr, sehr sicher, man braucht weit weniger Wissen wie bei den Gebrauchtwaren. Jo, das war es jetzt mal zu meinem Reselling-Teil bzw. zu den neuen Gebrauchtwaren. Ich hoffe, das Thema interessiert euch. Schaut gerne bei mir vorbei bei Reselling mit Kopf. Würde mich sehr freuen. Dort zeige ich auch ganz genau, auf was man achten muss, welche Neuwaren, wie man seine Nische findet und was man auch bei Gebrauchtwaren achten muss. Wir sind auch sehr, sehr oft auf Flohmärkten unterwegs, auch live mit der Kamera dabei. Wenn ihr Bock habt, schaut definitiv bei mir vorbei. Ist sehr, sehr interessant. Dort könnt ihr lernen, wie ihr Neuwaren kauft, wie ihr Waren anlegt, das machen wir auch. Ich habe ein ganzes Lego-Portfolio, wie so ein Aktienportfolio. Das steigt im Jahr um ein paar tausend Euro, das kann ich euch sagen. Und das habe ich auch auf dem Kanal schon hergezeigt, Teile davon. Und ja, wie gesagt, schaut bei mir vorbei, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, das war's von mir, euer René. Bis zum nächsten Mal. Alright, dann vielen Dank an René und vielen Dank an alle Zuschauer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und schreibt ihr doch mal, was sind eure praxiserprobten Methoden, um euer Geld zu verdoppeln? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, am Ende vielleicht noch ein kleines Fazit. Ihr solltet euch immer fragen, wie viel Kapital habe ich zum Investieren? Wie risikoreich würde ich das anlegen? Und denkt immer dran, wenn ihr sagt, ich bin risikobereit, dann nicht gleich bei den ersten Verlusten Mimimi schreien und sagen, alles ist scheiße und blöd und zum Verbraucherschutz rennen oder irgendwie was anderes machen, was einfach immer nur zeigt, dass man selber nicht weiß, was Risiko bedeutet, ja? Oder wie viel Zeit habe ich zum Investieren, ja? Und wenn ich Zeit zum Investieren habe, kann ich manchmal auch auf Kapital verzichten, aber ich brauche dann einfach einen höheren, ja, Zeitaufwand, und dann kann ich aber eben auch manchmal gute Renditen erzielen bei reduziertem Risiko, wie wir gerade gesehen haben. Ansonsten, ja, gerne euer Kommentar und euer Feedback dalassen und wir sehen uns dann schon im nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao. Das ist richtig schwierig. Ja, Du musst so machen. Ohne Witz, wenn du. Ja, du musst einfach nur. Nein. Guck mal, wenn du so stehst, genau, bist du automatisch tiefer. Ja, schau mal, ob es jetzt passt. Ja, passt. Passt wirklich, ja? Okay, passt. Ein bisschen den, okay, ich fange jetzt an. Ja, okay.